Heilige Scheiße. Oh, ich will hier weg. Der hat doch schon gefressen. Der ist doch nicht mehr hungrig eigentlich. Was mache ich hier? Was mache ich hier? Wieso feiern die Affen das, Alter? Oh Mann, das gefällt mir nicht. Hier muss ich vorsichtig sein. Ach so. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hinter dem Baumstamm. Die spielen mit uns. Und ihr verschwindet besser. Ja, das ist es. Oh, hollayalayala. Da lag eine Feder. Hey. Die brauche ich. Damit kann ich sie abkitzeln oder so. Das funktioniert. Ja. Schwinde. Zwischen die Augen. So. Ah, lauf weg. Oh, nicht hängen bleiben irgendwo. In die Nase, wir da die. Ach Gott! Habe ich keine Pfeile mehr? Geh mit Tab weg, Alter. Erstmal schön sammeln hier. Oh, mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut, mir geht's nicht gut. Ich bin tot. So, wir haben 15 Pfeile. Ich werde den Kampf jetzt mit 6 beenden. Alter, ausweichen, Digga. Ja, das ist es. 1. Das funktioniert. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, vor dem Ausweichen zu schießen. Nach dem Ausweichen. Ist das in der Regel einfacher, so wie ich festgestellt habe. Drei. Oh, das war knapp. Vier. Mit dem Messer, wenn man kurz ausweicht, mit dem Messer einfach da seine Augen streicheln oder so. Sechs.
Was ist das für ein Tiger? Wir hätten dir 6 Pfeile. Oh Gott! Nein! Jetzt hörst du besser. Das ist eine Situation, wo ich mir denke, was dachte der Tiger gerade? Weiß ich nicht. Wir sind auf jeden Fall verletzt, wie es aussieht. Und drücken Sie F1, um sich zu heilen. Herstellen erfordert medizinische Kräuter. Okay, F1. Ah ja, geheilt. Läuft. Ist eine super Heilung. Das ist so wie eine magische Bohne. Die wirkt auf der Stelle. Wir sind wieder topfit. So. Ja gut. Jetzt ist der eine Tiger weggelaufen mit seinem Partner, Freund, Bruder, Schwester, was auch immer. Ja. Okay. Jetzt wird er den wahrscheinlich fressen oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie da so ein Tigerverhalten ist. So, gut. Die Gefahr ist auf jeden Fall gebannt. Und ich muss mir jetzt nochmal ein paar Beeren schnappen. Das sind aber rote Beeren. Ich glaube, das sind keine essbaren. Ich weiß es nicht. Einfach mal mitnehmen. Man weiß ja nie. Und dann geht's hier hoch. So. Alles klar, wir können Miguel abhaken. Der ist Geschichte. Jetzt ist die Frage, ob Jonah noch irgendwo rumstreunert. Das gehört zu dem Wrack. Jonah! Oh. Ich hab vergessen, die Cam wieder anzumachen. Jonah, wo bist du? Oh, hier. Guck mal, das waren gelbe Zitronen wahrscheinlich. Und wunderschönes, klares Wasser. Wir sind wieder sauber, ne? Ja. So, ich würde ganz mal gerne... Wir haben... 7 Pfeile. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Keine Ahnung. Ein blauer Frosch? Was kriegt man von einem Frosch? Ich müsste das herausfinden, aber ich habe halt nur 7 Pfeile und ich würde gern ein paar Pfeile für eine Notsituation haben. Hier kommt man aber bestimmt hoch, alles klar. Und Bergungsgut. Nee, Stoffe. Ah, auch sehr schön. Ah, guck mal, wie schön das hier aussieht. Ach, schön. Oh, guck mal, wie schön das hier aussieht. Oh, hier würde ich Urlaub machen. Oh, das ist doch schön hier. Mitten im Amazonas. Irgendein Urwald. So eine schöne Wasserquelle mit so einem Wasserfall. Da ist ein schöner Käfer. Hier mal ins Wasser hopfen. Hopsen, das war doch mal schön. So, komme ich da hoch? Ich glaube nicht. Da ist aber eine Höhle da hinten.
so. Fehlende Ausrüstung. Gut, dann... Gehe ich mal ins Wasser. Vielleicht liegt hier zufälligerweise irgendwo... Was so rum? Da liegt ein Flügel, aber den kann ich nicht gebrauchen. Das ist die Frage, wo geht's weiter? Was kriege ich denn hier? Zeit oder? Ach, ich krieg Zeit von den Pflanzen. Plus zwei Zeit. Das heißt, ich kann länger unter Wasser bleiben, ne? Aha. Gut. Das ist die Frage. Ah, hier. Ach so, guck mal da einer. Guck mal einer an. Ja, und jetzt hier rüber. Und von da kam ich ja. So. Da drin in der Höhle muss meine Ausrüstung liegen. Das sieht nach einem Rückweg aus. Oh, verdammt, wo muss ich denn lang? Hier komme ich nicht hoch, ne? Nee. Oder? Nee. Nee, das ist ein Rückweg. Joa, ich brauche meine Spitzhacke. Oh. Sechs Tagebuch. 1. August. Wir finden heute Nacht keinen Schlaf. Der Dschungel ist aufgebracht und auch der Mond versagt uns seine Unterstützung. So tief im Urwald schweift die menschliche Vorstellungskraft endlos durch die Dunkelheit. Ich kann hören, wie der Dschungel um mich herum atmet. Sein tiefes Grollen lässt den Boden unter uns erzittern und seine manische Energie raschelt in den Bäumen über uns. Der Schlaf liegt wie Blei auf unserer Suche und übermannt uns in den ungünstigsten Momenten. Einmal ist Vater während des Laufens eingenickt, die Hand gerade noch an seinem Wanderstab. Wir haben keinen Proviant mehr und ernähren uns nur noch von Beeren und Regenwasser. Und doch sind wir beide zu dickköpfig, um aufzugeben. Ich fürchte, genau diese Sturheit, die uns bis hierher gebracht hat, könnte auch unseren Tod bedeuten. Ja, es ist nicht leicht hier im Urwald, das glaube ich dir. Ein Eimer und eine Schaufel. Wir können da bestimmt irgendwie Werkzeug craften. Ich brauche jetzt meine Spitzhacke, verdammt. Wo kriege ich die her? Habe ich irgendwas übersehen? Ich muss da hoch, um Jonah zu finden, zum Flugzeug zu kommen. Hier. Ah, guck mal. Das Flugzeug. Jonah, bist du da? Jonah. Geht's dir gut? Hey, weißt du, was mit Miguel ist? Er hat's nicht geschafft. Was ist mit deinem Arm? Ach, irgendein Parasit. Ich hab nach Beifuß gesucht, aber der wächst hier anscheinend nicht. Zeig mal her. Oh, hey, was hast du vor? Wenn wir ihn nicht rausholen, wird es nur noch schlimmer. Setz dich. Ja.
Und du weißt, was du tust? Oh Gott. Ich hatte schon mal was Ähnliches damals, als Kind in Ägypten. Und um ehrlich zu sein, es wird wehtun. Glaubst du, dass dieser Sturm vorhin der Sturm war? Von der Wandmalerei? Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir kurz Pause machen und nachdenken. Wir wollten mit dem Kopf durch die Wand und sind voll in den Sturm reingeflogen. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schlimm wird. Ich hätte aber auf einen Abbruch bestehen sollen. Ich verstehe dich ja. Du stürzt dich auf ein Problem und dabei wird alles andere unwichtig. Jonah, Hey. Ich bin bei dir. Das ist meine Entscheidung. Zumindest meistens. Aber wenn wir tot sind, wer verhindert dann die Katastrophen? Wer würde Trinity aufhalten, wenn nicht wir? Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache. Aber eben ging es nur um ein paar Stunden. Wir hätten umdrehen können. Ja. Das Vieh hat einen Namen verdient. Okay. Eli, mein Cousin, hat mich immer bis aufs Blut geärgert. Mach's gut, Eli. Danke. Wir sollten gehen. Wenn wir Kuvak Yaku gefunden haben, können wir uns endlich ausruhen. Klingt gut. Okay. Oha, oha. Ich denke, man sieht das Dorf durch die Ranken da drüben. Ja. Ich bin froh, dass du geblieben bist. Wenn du da draußen wärst, solltest du mich finden können. Und ich hatte die Leuchtpistole. Ja, Miguel war wohl dorthin unterwegs als... Armer Kerl. Wie ist Eli überhaupt in deinen Arm gekommen? Ich wollte herausfinden, ob das Wasser sauber ist. Jetzt weiß ich's. Glaubst du denn das alles wirklich? Das Zeug über die Katastrophen? Die Apokalypse? Ich glaube, falls es stimmt, ist es wichtig genug, um dafür zu sterben. Oder für Trinity, um dafür zu töten. Es geht also eigentlich um Rache. Nein, ich... Als ich den Schlüssel nahm, spürte ich eine Macht, die mich mit sich zog. Sie ist real. Wenn da eine Macht war, als du den Schlüssel nahmst, ist sie dann jetzt in deinem Kopf? Nein, sie war weg, als Dominguez den Schlüssel nahm. Wenn sie so stark ist, wie kannst du dann sicher sein? Finden wir einfach Kuvak Yaku, okay? Ja. Weißt du, wenn es um Rache ginge, würde ich's verstehen. Ach, wirklich? Wärst du jetzt nicht lieber im Warmen mit einem Bier und vielleicht einer freundlichen Fremden? Doch, das schon. Und zwar viel lieber. Trotzdem würde ich's verstehen. Es ist keine Rache. Fertig? Alles klar. Ja, ein nettes Gespräch beim ersten Mal wiedersehen jetzt nach so einem Absturz. Kann man schon mal machen. Das Feuer ist aus. Das Feuer ist aus. Ich bin so erleichtert, dass Jonah wieder da ist. Vor allem nachdem Miguel... Gut, dass Jonah nicht groß gefragt hat. Die Jaguare. Er soll sich nicht sorgen. Das wäre nicht hilfreich. Wir müssen gut vorbereitet sein, wenn wir es mit Trinity aufnehmen wollen. Okay. Alles klar. Den Fähigkeitspunkt lasse ich mal, den spare ich mir auf. Ja. Ruhe in Frieden. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Na egal. Ruhe in Frieden auf jeden Fall. So.
Gut. Da glitzert etwas. Und wie ein Rabe oder eine Elster, so werden wir es ausgraben. Alles klar, jetzt kann ich auch wieder zurückgehen. Das werde ich wahrscheinlich sowieso machen müssen. Das Flugzeug nochmal inspizieren. Alles klar, das war's. Hier haben wir noch ein bisschen Hartholz und Bärungsgut. So. Schöne Aussicht. Jetzt ist die Frage, wir wollen zum Berg. Wo finden wir den? Ich brauche eine Karte oder irgendwie einen anderen Hinweis, um zu wissen, wo der Berg ist. Alles klar. Das heißt, ich muss da weiter, ja? Ja. Mach mal alleine, Jonah. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe ein bisschen spazieren. Ich fand da hinten die Gegend echt eigentlich so gar nicht so schlecht. Deshalb gehe ich da nochmal zurück. So, hier runter, ne? Da ist auch noch eine Höhle. Da hinten ist eine Höhle, da ist eine Höhle. Kann ich jetzt hier einen schönen Körper machen? Geht das?